Video von Momudi. Genau, zu Mois. Momudi hat sich jetzt auch zu Mois geäußert. Wollte er eigentlich nicht. Er ist ja gut mit Abo Julo und mit Kibs Haram heißt er, glaube ich. Das sind ja anscheinend die Brüder oder Nicht-Brüder. Ich check das mittlerweile auch nicht mehr. So, ich habe ihn zwar gefragt gehabt, ob die wirklich verwandt sind, aber er hat noch nicht geantwortet drauf. Aber mich interessiert auf jeden Fall, was halt jetzt jemand, der halt auch persönlichen Bezug zu dem direkten sozialen Umfeld von Mois hat, zu der Thematik sagt. 3, 2, 1, renn! Wollt ihr was? Er rennt in komplett andere Richtung! Passiert uns nicht! Ja, leck weg, Mann, du Hund! Ah! Ich kämpfe mit dir! Komm, lass uns auf der Straße anfangen! Du kannst dir diese Straße in deinen Arsch schieben! Er weiß schon, was er will! Ich habe fast 1 Million Euro Schulden und ich brauche dieses Geld wirklich, denn dieser Kanal verdient. Nicht nur wegen mir, sondern wegen jedem, der an mich glaubt. Und ich werde diese Projekte inshallah irgendwie auch selber schaffen, auf dieser neuen Reichweite. Selbst wenn es 15.000 sind, werde ich das wieder aufbauen. Und wenn das dann passiert ist, wird nie wieder jemand reden. Wer hätte jemals zu den Kellerzeiten gedacht, dass hinter dem, was so positiv auf uns gewirkt hat, so viel negative Kacke steckt? Sehr viele von euch, die Teil dieser Zeit gewesen sind, können mir bestimmt zustimmen, wenn ich sage, dass diese Zeit eine sehr schöne war. Ich meine, wir haben jeden Tag sehr viel Unterhaltung bekommen und für mich waren das so Videos, die mich auch mal so 10 Minuten von einem schlechten Tag abgelenkt haben. Was viele nicht wissen, Mois hat mich nicht nur unterhalten, sondern auch auf einer gewissen Art und Weise motiviert, auch anzufangen. Damals, so ein halbes Jahr bevor ich angefangen habe mit Social Media, habe ich sogar mal Mois geschrieben mit so einem Fake-Account, weil ich hatte kein öffentliches Instagram. Ich habe ihm davon erzählt, wie sehr er mich motivierte, auch anzufangen. Dann meinte er, absolute Ehre, zieh durch nach Hui. Dann habe ich nochmal so auf lustig geschrieben, wenn wir auf einer Stufe sind, dann machen wir richtig oder Faust. Und er meinte sogar damals auf korrekt, ich werde auf dich warten, was mir auch eine Freude damals gemacht hat. Und wenn wir schon dabei sind, Mois, ich will Rache vom Maestro und ich bin mehr als nur eine Stufe über dir. Oha, so bist du, oha. Ne? Komm! Habibi, ich bin nicht wie diese anderen Rapper. Ich bin nicht wie diese anderen Rapper. Ich warte seit 2 Wochen noch. Komm, Yamania, komm! Spaß beiseite, kommen wir nun zum wichtigsten Teil des Videos. Was ihr nun wisst, ist Momudi folgen Mois seit Tag 1 und Momudi große Fanboy gewesen. Worüber ich nun reden möchte, ist die negative Entwicklung von Mois und damit meine ich nicht das Video von Maestro, denn das hat schon jeder gefühlt ausgeschlachtet und ich weiß, ihr habt keinen Bock mehr drauf. Mir geht's darum, euch zu erzählen, wie Mois für mich vom Vorbild zur Enttäuschung wurde. Bevor Maestro Mois exposed hat, gab es ganz andere Dinge, die mir als Zuschauer aufgefallen sind, weswegen ich mich immer mehr und mehr von Mois entfernt habe. Ich fange mal ganz klein an. Finde ich super spannend gerade, weil ich habe zum Beispiel nie wirklich viel mit dem Menschen hinter dem Image Mois halt irgendwie verbinden können. So, es war halt dieses typische, ich gebe dir Geld oder ich gebe dir Reichweite oder ich... Mr. Beast Mode. Es ist halt, ne, digitaler Philanthropismus. So. Ich habe dem nicht viel abgewinnen können, weil ich Philanthropisten in dem Bereich so... Es zu tun, um sich daran mit zu bereichern, Selbstdarstellung, kann ich nichts abgewinnen. Ich misstraue solchen Menschen. Ich finde Philanthropismus, also Leute, die Geld in die Hand nehmen und wichtige Themen in unserer Gesellschaft halt versuchen voranzutreiben, zu lösen und einen Mehrwert zu generieren. So, ich finde das gut, aber ich finde es problematisch an dem Punkt, wo die das als ihr Geschäftsmodell machen oder es tun, um sich damit halt, ne, angeben zu können. So. Man kann darüber sprechen, versteht mich nicht falsch, man kann darüber sprechen, das sollte man auch, wenn man was Gutes tut, so. Aber darauf seine Plattform aufbauen oder halt damit sogar noch mehr Geld machen, teilweise sogar mehr, als man ausgibt, so, dann ist es ein Geschäftsmodell. Dann profitiert man von den Missständen in unserer Gesellschaft. Das finde ich problematisch. Immer im Keller nichts mehr gab. Genau. Und deswegen finde ich das ganz spannend, die Meinung und die Beobachtung zu hören von jemandem, der halt einen Mois von vornherein verfolgt hat. Der den auch noch von früher kennt, weil ich kann ja nur den Jetzt-Mois beurteilen, weil ich den von früher Mois nicht kenne. Und steigere mich von Punkt zu Punkt. Das erste Video, wo ich wirklich angefangen habe zu hinterfragen, war das Video, wo Mois über diese alte Kellerzeit spricht. Er redet darüber, hey, der... Da haben wir auch eine Reaction drauf gemacht, weiß ich noch. Ist schon 4 Monate her, ne? Anfang des Jahres war es, stimmt. Das Video war so unglaublich wirr. Und also das war halt einfach, what the hell? Ich hab's gar nicht verstanden, was er da aussagen wollte. Ich weiß es noch. Wild. 4 Monaten. Schon 4 Monate her, Leute. Keller ist tot und hat wirklich sehr weirde Sachen gesagt, wo ich mir dachte so, hey, what the fuck? Er meinte sowas wie der Keller oder was es war, ist sowas wie ein Baum. Ah ja, diese Matrix. Und irgendwie alle 6 Monate fallen Blätter und das sind dann diese Leute, die mit ihm waren. Und irgendwie so ein Gelaber. Mit diesem Video hatte die Zeit einfach klein geredet, wo ich mir dachte, ey,
Das ist unfair. Es ist mehr als unfair, die anderen Menschen, die auch ihren Teil dazu beigetragen haben, wie Bauern auf dem Schachfeld darzustellen. Für mich waren so Menschen wie Maestro, Sinanji, Manuelsen, Abojulo, Kip Saram, Ruslan, Nico und die anderen nie so Side-Character, sondern ich habe die wirklich auf einer Stufe wie Mois gesehen. Dieses Video war dann der Grund, weswegen ich Mois nicht nur mit positiven Augen gesehen habe, sondern auch mal mit einem negativen Auge geschaut habe. Damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, die Thematik mit den Obdachlosen. Mit dem bösen Auge. Mit dem einen Auge, was er noch hat. Viele haben immer gesagt, ey, der Mois, der nutzt die Obdachlosen nur aus für seine Klicks und dies und keine Ahnung was. Und ich dachte immer so, halt's Maul, Digga, was labert die für eine Kacke. Doch nach diesem einen Video, als ich Mois mit einem negativen Auge angeschaut habe, ist mir die ein oder andere Sache auch aufgefallen. Bestes Beispiel ist zum Beispiel der Obdachlose Lukas und seine Freundin gewesen. Mir ist aufgefallen, aus Obdachlose helfen und eine Wohnung schenken wurde einfach Obdachlos Tag und Nacht. Natürlich möchte man die anderen Menschen auf dieser Reise mitnehmen, was passiert da und was nicht, aber es wurde halt komischer und komischer. Lukas hat sich mit seiner Freundin gestritten, denn sie ist alkoholsüchtig und sie hat dann auch unschöne Dinge gemacht. Und klar kann man ja den Leuten erzählen, ey, sie hat so und so gemacht und deswegen haben wir uns von der getrennt, bla bla bla. Aber ich hatte so das Gefühl, dass einfach gegen sie gehetzt wurde, was der falsche Weg war. Die unschönen Dinge, die diese Frau gemacht hat, kamen auf ihre Alkoholsucht zurück und jeder kann für sich selber entscheiden, ob sie für ihre Alkoholsucht schuld war oder nicht, aber ich sehe das so ein bisschen mit anderen Augen. Ich denke mir so, okay, die wurde irgendwo... Oder was? Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Was? Also er hat jetzt Plattform... Was? Die wurde gehatet? Was? War ein bisschen merkwürdig. Boah, das klingt übel. Das klingt echt übel. Also ich kann mir da jetzt kein wirkliches Urteil zu bilden, weil ich nicht weiß, worum es geht. So, ich check's halt gerade noch nicht ganz. Aber das klingt halt übel. Vor allen Dingen auch, sich da halt irgendwie so reinzumischen und das zu dokumentieren. Das ist halt die Beziehung zweier fremder Menschen, so, ne? Irgendwie schwierig. Und sich da auch ein Urteil zu bilden und da jemanden zu verurteilen. Es geht ja eigentlich darum, Nächstenliebe zu zeigen und altruistisch zu sein, so. Weiß ich nicht, wie das zusammenpasst. Man obdachlos, kam in den falschen Ecken, hat das als einzigen Ausweg gesehen und so hat's angefangen. Wenn man eine große Reichweite hat, hat man auch eine große Verantwortung. Und in meinen Augen... Amen. Egal, was diese Frau gemacht hat, hätte man es in der Öffentlichkeit so darstellen müssen, als hätten die sich trotzdem im Guten getrennt. Stattdessen wurde es noch mehr dramatisiert und damit auch indirekt gegen sie gehetzt. Und warum man es so hart dramatisiert? Natürlich, weil es mehr Klicks bringt. Aber ich denke mir so, wenn der Preis dafür ist, dass danach irgendwelche Leute sie auf der Straße ansprechen, belästigen, dann tue ich das nicht. Das war dann für mich die Bestätigung dafür, dass da was Wahres dran sein könnte, dass man die... Dass man das dann nur tut, um halt Reichweite zu generieren. Weil wenn du das Interesse... Das hat Momodi genau nämlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Weil wenn du das Interesse hast, Leuten zu helfen, dann tust du das doch nicht auf. Dann tust du das. Und wenn dann ist doch auch dann. Ist ja die Tatsache, dass du eventuell mit deiner Reichweite den Menschen schadest. Genau das Gegenteil von dem, was du ja erreichen möchtest, wenn du ihnen helfen willst. Du heißt, dann lädst du das Video ja nicht hoch, dann machst du das Video nicht. Wenn dein Anspruch es ist, den Leuten zu helfen. Was ja anscheinend nicht der Fall ist. Anscheinend geht es um die Reichweite. Weil Drama. Und Eskalation gibt halt Reichweite. Obdachlosen noch ein bisschen ausnutzt. Es gab sogar vor kurzem noch ein Video, wo so ein Obdachloser, dem Mois mal geholfen hat, wieder zurückkam. Er wurde dann aufgenommen, wie er die ganze Zeit so wirres Zeug geredet hat. Und ich denke mir so, Bro, du willst doch Obdachlose helfen, sowas sieht man doch nicht hoch. Nee. Das geht meine Mutter. Das ist der Hausschuh. Ah, ja. Hier wird er einfach nur vorgeführt. Wo hast du die Hausschuh? Im Foto immer noch dieser Schuh. Welcher Foto aber? Meine Mutter. Ach so, du willst diese Schuhe? Ja, hast du die. Ja. Wie soll ich deine Schuhe von deiner Mutter haben? Ich hab keine Mutter mehr. Bro? Das ist, der wird einfach nur vorgeführt, der Kerl. Da wird einfach nur der Mensch umvorgeführt. Der wird da obdachlos einfach nur vorgeführt. Ich check gerade wirklich nicht, was du meinst. Ich hab dich gesehen, du bist ganz schwarz, aber ich hab gestern mit ohne. Ich denke, ihr versteht nur das, was ich meine. Mit so einem Video hilft man keinem Obdachlosen auf der Welt. Versteht mich nicht falsch, ich liebe trotzdem alle Videos, wo Mois Menschen hilft, aber man hilft niemanden, indem man ihn öffentlich so bloßstellt. Nun gibt es noch so viele andere Punkte, aber ich möchte dieses Video nicht so krass in die Länge ziehen. Ich finde, wir sollten direkt zum letzten Punkt kommen, der mich am meisten enttäuscht hat und für mich auch einer der größten Widersprüche von Mois war. Bevor wir zum letzten Punkt kommen, ganz kurz, Bruder. Ihr habt mir eine riesige Freude gemacht, nachdem ihr nach einem Monat ohne Video das letzte Video so supportet habt. Und falls ihr mir wieder eine Freude machen wollt, liked fleißig das Video, abonniert, macht die Glocke an. Das würde mir sehr viel bedeuten.
Danke, Bruder. Der Grund, weswegen ich Mois selbst vor dem Video von Maestro nie wieder mit gutem Gewissen feiern kann, war der Song mit San Diego, wo es Dinge gab, die den einen oder anderen nicht aufgefallen sind. Ich erkläre es euch. Man kennt Mois als jemanden, der bei jedem, wirklich jedem seiner Videos immer gesagt hat, Bruder, wir spielen kein Casino. Aber er war Teil von einem Song, wo Casino stimmt. beworben wurde. Viele von euch wissen das nicht, What? Aber jeder Rapper, der in seinem Song Platin Casino erwähnt, hat What? Ein Placement im Platin Casino, weil das der dann... What? For real? Mois hat Casino beworben in seinem Video, in seinem Rap-Video, obwohl er auf Ehre schwört, dass er niemals Casino supportet. Was? Als unterschwellige Werbung. Zwar hat er sich selber gerappt, aber war ein Teil von diesem Song, wo Stimmt. es gerappt wurde. Und ich möchte nicht unterstellen, dass er dafür auch Geld bekommen hat, aber was für mich klar ist, dass er das auch wusste. Und wenn man ein Teil von so einem Placement ist, ist es in meinen Augen einfach ist ein riesiger... Ist man Teil der Schuld. Der Spruch dann immer zu sagen, ey, wir spielen kein Casino, wenn du... Wir supporten kein Casino, wir spielen kein Casino, aber wir rappen darüber, oder? Oder rappen mit Leuten, die darüber rappen, in einem Song. Irgendwo Widerspruch. Unterschwellige Werbung in so einem Song machst. In dem Song folgte dann die nächste Enttäuschung und das war der Diss gegen Maestro, wo ich mir auch nur dachte, wieso stellst du jemanden so hart los, der so viel für dich da war? Ihr müsst wissen, ein großer Teil, den Maestro exposed hat, wusste schon davor. Deswegen, wenn du in dem Moment dann weißt, Maestro hat dies, das, links, rechts, von oben, nach unten, nach quer, hier, Dings, das für ihn gemacht und das dann hörst, willst du nicht wissen, wie ein Maestro sich gefühlt hat, als er das erste Mal den das mitbekommen hat. Wenig später kam dann auch die Antwort von Maestro, weil er über ihn ausgepackt hat und da war für mich sowieso komplett vorbei. Ich möchte jetzt auch nicht weiter auf dieses Video eingehen, weil ich denke, wir haben jetzt von hier, links, oben, von Ecke, von denen, gar nicht weniger 50 Videos, es wurde schon genug ausgeschlachtet und ich denke, ich habe keinen Bock darüber weiter zu reden. Was ich aber sagen kann, auch für die Menschen, die mich zu dem Zeitpunkt auch sehr viel gefragt haben, ey, was ist deine Meinung, was sagst du dazu? Ich stehe und stand zu 100% hinter Maestro und war einfach nach dem Video enttäuscht von einem Mois und habe mich auch wirklich, ich sage euch ehrlich, ne, ich sehe dieses Video dann komplett, da waren auch Dinge, die ich einfach nicht wusste und ich habe mich einfach verarscht gefühlt, wisst ihr, ich meine? Einfach, ich habe das gedacht, was wir alle gedacht haben, so, wen hat man da die ganze Zeit gefeiert? Was hat man da die ganze so, aber egal. Aber mich wundert es halt nicht, dass nur kleine Kinder ihn jetzt feiern immer noch, so, die halt diesen Drive halt komplett weiter feiern. Dieses Selbstinszenieren. Das sind ja Fragen, die halt auch nicht, sondern unter 14-Jährige. So, die feiern das blind, feiern ihn weiter, supporten ihn. Ist eigentlich traurig. Kommen wir zum Ende des Videos. Freunde, damit ihr versteht, ich bin einfach nur ein riesiger Fanboy von Mois gewesen, der einfach darüber redet, was ihn so enttäuscht hat. Ich bin mir auch nicht so schade zuzugeben, dass ich von jemandem Fan war. Ich muss mich auf cool tun. Und dazu kann mir auch niemand vorwerfen, ey, du machst es auf kaum 4 Klicks, halt mal. Bruder, das Thema ist vor 3 Wochen schon durch. Ich konnte vor 3 Wochen Videos machen, einen miesen Einsteiger machen, alles mitnehmen, aber ich habe mich da nicht so wohl gefühlt. Deswegen wollte ich einfach im Nachhinein ein bisschen meine Gedanken teilen und ihr könnt mir auch gerne sagen, was ihr davon hält, was ihr davon denkt und was nicht. Like dazu dieses Video, ihr kennt dieses Glaube, abonniert Glocke an und nervt nicht, Digga. Bis morgen.